Siehst du's? Toll, oder? Ob Sturm oder Abendrot, beides hat seinen Reiz. Schau mal, wie schön. Doch mir geht's nicht um hübsche Eindrücke. Hier an den Monitoren bin ich in meinem Element. Das Forschen ist für mich eine sehr viel tiefere Erfahrung als jede Sturmsafari. Alles wird gut. Ein Regenbogen. Toller Tag, nicht? Ja, ziemlich toll. So wie der Regenbogen. Sturmjäger wie Reed lieben die Natur. Wissenschaftler haben eine andere Aufgabe. Wir lieben unsere Arbeit. Das Videomaterial wird sicherlich ein kommerzieller Erfolg. Wissenschaftlich war es jedoch ein Fehlschlag, da wir die Sonde nicht absetzen konnten. Mit den Jagden bezahlen wir unsere Rechnungen, aber das ändert nichts an unserem Einsatz. Wir sind sicher das engagierteste Team da draußen. Es ist verrückt. Josh behauptet, wir seien leichtsinnig, aber im Grunde mag er uns nur deshalb nicht, weil wir jeder Gelegenheit nachgehen. Für Danny und Aaron führt der letzte Weg des Tages nach Norden. Zurück zum Basislager. Wunderschön. Darum geht's. Deshalb fahren wir hier raus. Wir haben heute ungewöhnliche Stürme erlebt, Superzellen und heftige Winde. Und nicht zuletzt haben wir bei tosendem Sturm Sonden ausgesetzt. Auf deren Daten ich übrigens ziemlich gespannt bin. Für mich war das jedenfalls ein guter Tag. Auch ohne Tornados. Ganz genau. Zumal der einzige Tornado, von dem wir wissen, der von Reed ist. Reed behauptet, er wäre 5 bis 10 Minuten zu sehen gewesen. Vermutlich hat er jedoch nur mal kurz den Boden berührt. Aber wie gesagt, auf das Gerede kann man nichts geben, solange man das Video nicht gesehen hat. We go now to Reed Timmer. He's a storm chaser with TornadoVideos.net. Reed, was this around Sweetwater or was it actually around the La Mesa area in Texas? Yeah, it was actually further west in Dawson County, just southeast of La Mesa. And it was a really quick tornado. It was large, but it was only on the ground for about 5 minutes. Der ist echt. Tornado we talked about, but definitely you saw signs of a touchdown of a tornado. It was a strong snowflake tornado from the looks of it. If it would have hit something, it would have done some serious damage. Nicht übel das Ding. Seeing someone else's video of a tornado is. Die Tornado-Berichte anderer sind schwer zu ertragen, wenn man nicht selbst dabei gewesen ist. Tatsache ist aber auch, dass man keine sicheren Vorhersagen machen kann. Man bräuchte keine Forschung, wenn das so einfach wäre. If we could forecast them easy. That's Reed Timmer, and right now we're still dealing with thunderstorms and a threat of more severe weather this evening and damage reports. Oh, well. Nun, diese Chance haben wir vertan. Well, nächstes Mal. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Manchmal trifft man kluge Entscheidungen, manchmal nicht.